Nanu? Wir können nur mit dem Feuer reden. Huch! Bist du das, Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... In dem Fall muss ich dich leider bitten, aus der Leitung zu gehen. Ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Okay. Ob sie uns irgendwie helfen kann? Ich glaube eigentlich nicht. Tja, dann schauen wir mal in die Prärie, Freunde. Was da wohl weitergeht? Na nun. Eine Sonnenuhr. Interessant, so funktioniert die Sache mit den Sonnenuhren also. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Okay, das sind also Rauchzeichen. Wir sind Geier. Ja, ja, du mich auch. Sag mal, Mietz. Du hast nicht zufällig vor, in nächster Zeit zu verwesen, oder? Naja, kein Problem. Ich sollte sowieso weniger Aas essen. Mein Ernährungsberater ist schon ganz verzweifelt. Mehr frisches Obst, sagt er. Mal einen Salat, weiß ich ja alles. Aber was soll man machen? Ich stehe halt auf das gammelige Zeug. Sobald ich verderbendes Fleisch rieche, fange ich an zu kreisen. Und mal ehrlich, hier in der Wüste kriegst du ja eh kaum was Gesundes. Kaum lässt man sein Essen eine Weile stehen, schon sprießen die Bakterien. Da kann man sich die übelsten Krankheiten zuziehen. Eiternde Furunkel und nässende Ekzeme. Oh Mann. Das ganze Gerede übers Essen hat mich hungrig gemacht. Lass mich bitte allein mit meinem knurrenden Magen. Ich glaube, hier können wir krank werden, Freunde. Jetzt ist sie gammelig. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Oh, Lilly. Das ganze Glas weggezogen. Sie lacht. Sie lacht, Freunde. Also, her mit dem Alkofix, bitteschön. Oh, wie krass, sie lacht. Sie freut sich. Alkofix, bitteschön. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Anti-Faltencreme mit Natur. Und jetzt für Alkohol. Ja, und ne Schmeck. Ach du. Nein, du brauchst nicht unbedingt näher kommen. Es sei denn, du hast inzwischen eine ansteckende Krankheit bekommen. Aha. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheit? Einen Tinnitus? Ja, aber hallo. Was haben wir denn da? Oh, da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Meinen Glückwunsch. Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Um ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Dein Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo! Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. Krass! Die arme Lilly! Flasche. Die roten Bröckchen im Taschentuch waren vielleicht ein Hinweis darauf, dass Lilly medizinische Hilfe brauchte. Die Farbe der Flasche erinnerte Lilly an irgendwen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Hatte die Flasche gerade gesprochen? Okay. Harvey ist wohl in der Flasche. Ah, ja klar, Harvey ist in der Flasche. Freunde? Stellen wir doch mal die Medizin in den Sektkübel. Da ist er doch. Sag mal, bist du denn
Bei dieser Kälte kann man sich schnell eine Kältung einhandeln. Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Okay. Oh, danke. Ah, was ist das? Es gibt auch Ausschlag. Schnell, die Medizin. Der soll was für Lilly übrig lassen. Endlich. Lecker. So schön, so schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Offensichtlich. Was tust du denn da? Och nö. So, jetzt ist sie wieder gesund. Hoffe ich. Ah ja. Der South Harvey, Freunde. Mit einem lustigen Trinkhut. Wir haben schon 3 Harveys freigeschaltet. Juhe. Verbote. Alkohol. Jetzt könnten wir uns einen Schluck genehmigen. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Oha! Ah, was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Leute. Wagga, wagga, wagga! Was ist denn jetzt los? Wagga, wagga, wagga! Also, er kann noch mixen. Der Barmann hatte bereits eine beachtliche Delle in den Tisch gehauen. Wagga, wagga, wagga! Die Idee war gut, okay. Aber irgendetwas fehlte. Was fehlt denn? Naja, jetzt schauen wir mal, ob wir in die Knast kommen, Freunde. Die dürfte jetzt sternhagelvoll sein. Du schon wieder? Willst du Aha. Ja. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du an... Doch nicht etwa dich selbst, oder? Aha. Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen haben? Kinder in deinem Alter sind ja nicht einmal straffähig. Der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Aber so artig wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst, richtig? Aha. Na siehst du. Wenn du darauf bestehst, kannst du dich natürlich trotzdem gerne einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen. Der Apparat ist gleich dort drüben an der Wand. Aber solange du nichts getrunken hast, kann ich dich auch nicht verhaften. Okay, also einfach mal hier reinpusten, Lilly. Und dann schauen wir mal. Oha! Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Juhu. Wir haben unsere Karte wieder, Freunde. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Und da war sie nun endlich, die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Okay, Lilly. Und da war sie nun endlich,
die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders, wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Okay, nutzlose Karte. Jetzt? Der Fluchtwagen stand bereit. Leider gab es niemanden, der sie befreien wollte. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Logo. Nanu? Du sollst nicht lügen. Shit. Harvey, verzieh dich. Nein, Harvey, bleib da. Oh, das Wollknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Aha. Wookie. Ah ja, jetzt sind wir im Sheriff's House. Da konnten wir vorher nicht reingehen. Wookie. Lilly ist so süß mit ihrem Wookie. Nanu? Justitia? Na, Lilly, willst du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt. Oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück. 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber, okay. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte, ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Teufel ist böse mit Weisheit. Also Gott ist gut. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Ja, das ist logisch. Ja, das ist logisch. Also Lügen ist Weisheit? Lügen ist Lüge, Weisheit, Gut, Weisheit. Lüge, Weisheit, Gut, Weisheit. Weisheit. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was an. Okay, das letzte war so falsch. Also die 2? Ja, das ist logisch. Dann die 2? Ja, das ist logisch. Also ist Gott gut und wahrhaftig und der Teufel... Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Nee. Probier was anderes. Hm.
Ja, das ist logisch. Ja, das ist logisch. Weisheit, böse Weisheit, Lüge Weisheit. Ja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Okay. Ja, das ist logisch. Gut Weisheit, ja, Lüge Weisheit. Das ist logisch. Ach. Na also, Lügen sind. Was? Lügen sind gut? Aber das kann doch nicht sein. Das scheint alles zu stimmen. Das ist doch. Ach so, wir konnten die Dinger da nehmen. Ja, das ist natürlich was anderes. Alter, Freunde! Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Justitia hat sich gerade umgebracht, Freunde. Alter. Ah ja. Der Lügen habe. Scheiße. Freunde, das Spiel ist so gut. Dann quatschen wir doch mal. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Ach so. Du sollst nicht lügen. Ja, wir müssen hier. Den tun. Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Aha. Und du flunkerst auch nicht? Na gut, dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Okay, Freunde, sehr gut. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Ha? Am besten, man bleibt zu Hause. Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Okay. Ah, das Wollknäuel, klar. Wookie. Boogie. Freunde, das war's.